Aber der ist jetzt schon wieder zum Drittel tot. Jetzt kriegt er nochmal ein Sirens-Dings. Von ihm kriegt er 2000, von ihm kriegt er 3000. Von Sie 2500. Und jetzt sieht er ganz toll aus. Wie ein lustiger Geselle. So, kriegst du jetzt einfach mal alles rein. Und dann dürftest du den Zug nicht mehr überleben. 8400, 4000, 4000, du tot. Das war der einfachste Boss bisher, glaube ich. 105.000 Erfahrung. Ja, Mensch, das ist ja fast gar nichts. Hm, Dark Blast brauchen wir nicht. Machen wir Stärke. Ihr. Steel Strike haben wir schon. Können wir ein bisschen verbessern. Ja, warum nicht? Wind Strike verbessern. Klingt gut. Erde plus 50 klingt gut. HP klingt gut. Der kann jetzt auf einmal auch angreifen. Okay, alle angreifen. Er hat gleich zwei Level-Ups. Okay. Stärke plus 50. Das war total schwer. Wie kann das sein? Dagon wurde zerstört. Cthulhu bekommt 500 Heldenpunkte. So viel. Ein Licht erscheint über Cthulhu. Was ist los? Cthulhu wurde ein wahrer Held. Seine Stats wurden um 50 erhöht. Oh nein. Wird Cthulhu nun die Welt vernichten? All diese Arbeit für so einen Scheiß. Ich mag Käsekuchen. Nein. Cthulhu wird von Power durchflutet. Ich glaube an dich, Cthulhu. Ich liebe dich. Oh, sie dreht durch. Alle sind nun durchgedreht. Das Spiel ist vorbei. Die Rückkehr von Cthulhu. Hm, was? Du willst nicht, dass Cthulhu die Welt zerstört? Sag nicht sowas. Das ist das, was Cthulhu nun mal so tut. Er bringt Wahnsinn über die Welt und frisst seine Kultisten. Hast du die Bücher etwa nicht gelesen? Okay, dann hier hast du es so, wie du es willst. Ich spule das Ganze zurück und gib dir das Happy End. Tschüss, künstlerische Freiheit. Tschüss, irgendwas. Da. Juhu, ich bin ein wahrer Held. Ich könnte meine ganzen alten Kräfte zurückholen und die Welt zerstören. Aber ich werde es nicht tun. Meine Abenteuer haben mir beigebracht, an die Kraft der Liebe, Freundschaft und des Heldenmutes zu glauben. Gag, wow. Ich liebe dich, Cthulhu. Ich dich auch. Lass die Scheiße. Es gibt kein super Happy End. Eine mysteriöse Stimme fängt an zu sprechen. Dummer Cthulhu. Du hast dein Schicksal verraten. Okay. Tauche auf, großes irgendwas. Das, was ich nicht aussprechen kann. Was niemand aussprechen kann. Und aus dem Grund des Sees taucht die verlorene Stadt Blabla auf. Bald werden die Einwohner von Blabla über dieses Land hereinbrechen und Tod und Vernichtung über alles und jeden bringen. Nicht, wenn ich sie zuerst erreichen kann. Ja, wenn es sein muss, komm nach Blabla. Sei ein Held, stirb wie ein Held. Der Kampf wird schwer sein, aber zusammen werden wir es schaffen. Ich wollte Blabla schon immer mal besuchen. Juhu, eine wahre Herausforderung. Das ist das, worauf es nun hinauslaufen wird. Führe uns an. Was, kein dummes Scheiß von dir? Krank. Wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Es ist Cthulhu-Zeit. Komm nach Blabla, wenn du dich traust. Das da links ist jetzt Blabla. Sehr schön. Sehr schön, das ist Blabla. Wir gehen erstmal hier hin. Und kaufen uns diese komische Rüstung. Beziehungsweise gucken wir nochmal, was die konnte. Wenn sie schon 500.000 kostet, muss sie ja ganz toll und super toll sein. Bei Weapons, gut, die haben wir Crap.
Das Ding. Achso, das war für Umi? Gab's nicht für sie auch eins? Gibt's echt für sie keins? Naja, wir kaufen das einfach mal. Das irritiert mich jetzt aber ein bisschen, dass sie sowas kriegt und sie nicht. Mir war so die ganze Zeit, als wenn es für sie war. Ist auf jeden Fall besser als der Kack hier, den wir bis jetzt haben. Chapter 9, bla bla. Sehr schön. Dann mache ich hier auch nochmal ein... Okay, man kann auf dem Drachen nicht speichern. Dann mache ich hier nochmal ein Save und dann nochmal auf dem Originalslot. Falls das Ganze da in Blabla endet. Das ist es, Blabla. Okay. Sieht interessant aus. Wird wahrscheinlich auch nur ein Generic Dungeon sein. Aber schauen wir nochmal. Blabla 1. Wer hätte es erwartet? Es ist genau wie die alten Welten. Sieht aber ein bisschen toller aus. Ah ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. Coleopterus. Okay, 5000 Leben. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier erstmal und kümmern uns erstmal um die Astral Cave danach und ja, um den tollen anderen Boss da, der wahrscheinlich der Secret Boss des Spiels ist. Ja, die Dinger sind fies. Die geben auch gar nicht so viel. 50 Battles left, also ist das Gebiet sogar relativ umfangreich. Dann sehen wir das erstmal als kleinen Ausblick an auf das, was uns denn erwarten wird, und gucken uns erstmal die anderen Gebiete an. Beziehungsweise das eine, was ich jetzt noch kenne, was offen ist. Kann ja nicht schaden. Irgendwo oben rechts war das, wenn ich mich recht entsinne. Gucken, ob ich das finde. Ach, da haben wir es ja schon. Stimmt, die Welt ist ja in dem Spiel nicht so groß. Astral Cave 1. Na denn, schauen wir mal, was wir hier noch für tolles Loot rauspulen können aus der Höhle. Ich würde fast tippen, dass wir hier vielleicht ein Hero Dress bekommen, also das Äquivalent zu dem, was Umi hat, aber halt für sie. Oder das kriegt man von unserem lieben Skelettboss-Ficker, der mich one-hitted hat. Übrigens ist der aus Breath of Death 7. Das ist der Vorgänger zu diesem Spiel. Nur um das mal zu erwähnen. Erstmal die Executioner killen, die waren fies. Die Nightmares machen nicht viel Damage. Alter. Ja, passt schon. Das kann ich jetzt weitermachen. Zack, zack, zack. Hier kriegen wir halt nochmal richtig viel Erfahrung. Wenn wir noch 3-4 Level hier drin machen, wäre das ganz nett. Dann macht nämlich so ein Kleopterus uns nicht mehr instant down. Ah, ein Drache. Die waren fies, glaube ich. Die wollen wir direkt mal Sirens callen. Oh ja, die wollen wir Sirens callen. Definitiv. Du machst das, du machst das und du machst das. Dann haben wir den Dragon wenigstens down, weil der war echt fies. Das war 200 auf alle. Irgendwie so in der Art. Mehr als ein Boss schafft. Muss ich mich nicht abgeben mit. HP. Agility. Ein Holy Strike. Was bringt mir das hier? Wenn es 360 macht, für mehr Mana. Ein Gegner, Magic. Atombombe. Trifft alle Gegner für 2500, ignoriert Verteidigung, aber braucht 3 Züge. Wir nehmen das mal mit.
Entschuldigung, brauche ich ja mit Pause nicht, der ist immer als erster dran. Vielleicht bringt mir die Nuke irgendwann mal was. Kann ich mir nicht vorstellen, weil der macht mit Nautod mehr. Oh, eine Kiste. Und 5 Henker. 5 Henker. Und die überleben das echt alles? Das überlebt er jetzt aber nicht mehr. Was gibt's hier Schönes drin? Ach so, ja, wir sollten natürlich den obligatorischen Safe machen, falls ein Boss drin ist in den Kisten. Passiert ja bei diesen Nebenquest-Höhlen gerne mal. Dann müssen die Kiste, die Treppe zur nächsten Ebene. Die Kiste. Ja, das ist eine Kiste, die man hoch und runter laufen kann. Ui. Kennt man. Mensch, das kennt man. Ach, 80 Stärke nur. Ja, Mensch. Wie viel hat denn das Mistviech jetzt? 870. Astral Cave 2. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hier halt der Secret Boss wartet und der das Dem im Prinzip nur ein normaler Boss ist. Hier halt dann sowas wie Omega Rappen. Wir werden es wahrscheinlich in Kürze erfahren. Spätestens im nächsten Part oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie ich hier den Cut gesetzt habe. Auf jeden Fall werden wir es in Kürze erfahren. In kurzer Zeit. In einem geringen Abstand der Zeit. So. Haut kaputt. Das war aber auch, letztes Mal, als ich probiert habe, schwerer. Da bin ich ja fast verreckt, glaube ich. Oder bin sogar verreckt, irgendwie. Was machen die Henker überhaupt hier drin? Warum treten sie zusammen mit Sandwürmern auf? Das macht alles keinen Sinn in diesem Spiel. Aber darum ist das Spiel so gut. Weil nichts Sinn macht. Immer erst die Henker töten. Das ist voll irritierend, weil man bei Umi nicht bestätigen muss, was sie angreift. Sie macht's einfach mit der aktuellen Waffe. Dann, ja, drücke ich bei Sharp immer auf Defense. Das bringt mich ja nicht weiter. Man findet auch zu diesem Spiel nirgendwo im Web eine World Map. Ich hatte eigentlich mal gesucht, ob ich irgendwie was Besonderes versäumt habe. Aber du findest echt keine World Map. Das gibt's nicht zu dem Spiel. Zum Vorgänger. Vorgänger gibt's eine, die habe ich gefunden. Aber die bringt mir ja hier nichts. Da sah die Weltkarte auch wesentlich größer aus als hier. Wo muss ich denn jetzt hin, um den Kackboss zu killen? Ich will hier nicht überall rumrennen. Oh, da ist eine Kiste. Ich will überall rumrennen, ich will die Kisten finden. Komm ich da ran? Okay, was soll ich jetzt den Pissdinger nie wieder. Und er fordert mich dann nicht, gib mir nicht die grünen Popel. Beziehungsweise die schwarzen Popel mit grünen Augen. Ein schwerer Kampf. Komme ich bestimmt drum ran, wenn ich unten rumlaufe. Und da ist bestimmt der Boss drin. Die Kiste, die liegt da so simpel versteckt. Oh Gott, macht's doch noch dümmer. 9 Stück davon. Yay, das war der schwerste Kampf ever. Zack, Defense. So, hier ist die Kiste. Ein Battle haben wir left. Was ist hier drin? 80.000 Gold. Na, wenn sonst nichts ist. Gib mir halt Gold. Das, was mir irgendwie im Moment gar nichts mehr bringt. Vor allem, wozu bekommt man so viel Gold? Das gibt doch nur ein Item, was so viel kostet, dass man da wirklich Gold bräuchte für. Zumindest habe ich bis jetzt kein anderes gesehen, was irgendwie ansatzweise ein bisschen Gold kostet. Und man bekommt pro Kampf hier 8.000. Warum sollte ich denn nur 80.000 Gold... Ach, das ist ja gar nicht offensichtlich.
Ist da wohl ein Boss drin? Der Meistergriff. Der Wächter der Astralhöhle. Das schreckliche schwarze Loch. Okay. Ein schwarzes Loch ist aufgetaucht. Jetzt wird's langsam echt dämlich. Ja, das stimmt schon. Es hat nur 30.000 Leben. Also kann es wahrscheinlich irgendwas Fieses. Wir heben uns den Siren's Call erstmal auf. Machen unsere Standard-Buffs erstmal an. Okay, also er saugt wohl nur Mana ab erstmal. Dann buffen wir uns einfach weiter. Was soll das bringen, wenn du mir Mana abzapfst, du Pimmel? Ultimative Lehre. Okay. Das war schon ein bisschen fies, immerhin. Huhuhu. Haben wir es aber insane gemacht. Das sieht ja richtig schrecklich aus jetzt. So insane ist es geworden. Hier, Deathblow bist tot. Schwerer Boss, muss ich schon sagen. War sehr anspruchsvoll. Wasser und Eis plus 50. Oder Alec. Wir haben einen Alec Strike, den könnten wir damit um 50% boosten. Mit Water können wir Flat boosten. Wir nehmen mal Alec für Alec Strike. HP. Nehmen wir Dark Blast, den hat sie schon, der wird nur gelevelt. Death Breath. Naja, er kriegt nochmal Stärke. So, wir hatten hier einen Griff rausgeholt. Wahrscheinlich das stärkste für ihn. Ja, der ist mein stärker als das.